Habit TV ist der beste Kanal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal von Habit TV. Heute zu einem ganz besonderen Video. Es ist Wahnsinn, aber heute ist der Tag, an dem ich quasi ein Jahr keinen Alkohol trinke. Und ja, wie gesagt, immer ein kleines Update-Video. Und ja, was gibt es zu sagen? Es gibt eigentlich ziemlich viel zu sagen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass ich nicht ganz so wir rede. Also wo fangen wir an? Ihr und mein bester Kumpel haben letztes Jahr gefastet und haben mal den Alkohol weggelassen. Und ich habe es dann gleich komplett sein lassen. Und das ist jetzt genau ein Jahr her. Nicht einmal getrunken das Jahr, gar nichts. Also wirklich komplett durchgezogen. Und ja, was soll ich sagen, es ist wunderbar, es ist super, ich werde es auf jeden Fall beibehalten, also ich denke wirklich, ich werde in meinem Leben nie wieder Alkohol trinken, das hört sich jetzt so an, als ich so voll der krasse Alkoholiker war, okay, war ich wahrscheinlich auch. Ein guter Bierdurst, das ist halt was Herrliches und dann gehen halt bei mir auch mal wieder 50er Flasche weg oder Dose, egal. Nein, aber es war jetzt so eine Phase, da habe ich ein bisschen mehr getrunken und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht und da habe ich einfach die Bremse gezogen. Und das ist jetzt ein Jahr her. Ja, was hat sie verändert? Also generell kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, der ein bisschen mehr trinkt, einfach es mal zu lassen. Also man muss es schon, glaube ich, länger lassen als ein, zwei Wochen, um so eine richtige Wirkung zu erzielen. Also die Leber braucht, glaube ich, so 1,5 bis 2 Monate, um sie komplett zu regenerieren. Ja, generell, was hat sie verändert? Also am meisten verbessert hat sie auf jeden Fall der Schlaf. Das fand ich sehr angenehm. Dann wird man natürlich ein bisschen dünner. Wir haben halt hier viel Bier getrunken, Bayern. Da wird natürlich das eine oder andere Helle mal weggelittert. Kontrolliert Trinker, das habe ich noch nie kennen. Aber so ist es halt. Und genau, Bier schwemmt halt ein bisschen auf. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei mir war es ein bisschen extremer, aber habe ich Gott sei Dank durch hartes Training verloren. Also wir sind auf jeden Fall immer am Gym hustlen. Sheesh! Genau, dann der andere Nebeneffekt. Also ich finde halt so dieser Nebel, wenn man halt regelmäßig trinkt oder oft trinkt, kann sich ja jeder selber jetzt mal die Frage stellen, ob er vielleicht öfters trinkt, die Woche 2, 3, 4 Mal. Finde ich schon grenzwerten Konsum, aber muss jeder selber wissen. Generell finde ich, wenn man aufhört, um wieder zum Punkt zurückzukommen, geht dieser Nebel einfach verloren. Ich weiß nicht, man hat einfach so einen leichten Nebel immer, wenn man öfters trinkt. Wir haben halt schon die 2, 3, 4, 5 Bierchen mal unter der Woche bei der Bandprobe ordentlich reingelittert. Kontrolliert Trinker, das habe ich noch nie kennen. Da wurde der ein oder andere Tornado entzwirbelt, kann man auch gerne unten bei den alten Videos anschauen. Tornado-Alarm ist da auf jeden Fall, was man sich reinziehen muss. Genau, dann, man ist generell einfach mehr bei sich, würde ich sagen. Also, man ist einfach mehr da, man ist mehr sie selber und das ist eigentlich ein cooler Effekt. Also man ist einfach da. Ja, genau, das ist super cool. Dann natürlich, ganz krasser Punkt, natürlich die Hangover am Wochenende oder teilweise mal unter der Woche. Furchtbar. Ich hab's gehasst. Das sind ja mittlerweile, komm, lügen wir uns nicht an. Ich bin jenseits der 30. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin doch schon über 30 und da ist so ein Hangover. Ja, der ist dann natürlich schon mal etwas länger als 1, 2 Tage. Ja, 2,5 Tage bis 3 geht es schon mittlerweile. Du bist halt einfach nicht so bei dir, unfit, unmotiviert und einfach läsch. Und das fällt weg und man ist motivierter. Hey, real talk jetzt mal, was wir das Jahr bei Habit gerissen haben und die ganzen anderen Projekte. Das haben wir die letzten 5 Jahre nicht geschafft. Also mein bester Kumpel hat mitgezogen, ja. Muss ich dazu sagen, der trinkt auch nichts mehr. Und das ist immens, was wir geschafft haben, einfach das letzte Jahr. Das ist krass. Ich bin so extrem stolz auf uns. Also ja, man lebt seine Träume halt einfach viel mehr. Also ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so der Alkoholmensch in meinem Leben. Ja, ich habe gern Bier getrunken. Bier ist ein geiles Getränk. Ein guter Bierdurst, das ist halt was Herrliches. Man kriegt halt den Bierdurst, aber das muss man sich ja auch angewöhnen. Keiner trinkt ja 3 Bier und kotzt so mit 15, 16 und sagt, geil, das ist es. Man gewöhnt sich's halt an. Demnach muss man halt ja immer ganz klar sagen, man darf es einfach nicht vergessen, Alkohol ist ein starkes Nervengift. Yo. Nicht mehr, nicht weniger. Das macht die total. Ist halt Nervengift so.
Hab mal Bock, sie ständig Nervengift in seinen Körper reinzutun? Weiß ich nicht. Ich nicht mehr. Wer es machen will, kann es gerne machen. Ich stehe keinem Weg. Bro, schütt dir deinen Schnaps, schütt dir deine Hellen rein. Ich stehe dir nicht im Weg. So, ich habe genug Kumpels, die weiter trinken. Sind ja trotzdem meine Kumpels. So, ist ja klar. Ich verurteile keinen, der jetzt weiter Bier trinkt oder so. Also, ja, ich habe da null Stress damit. Also, wenn es jemand machen will, dann soll es machen. Ich trinke halt meine alkoholfreien oder einen Kaffee oder so. Und ist voll okay für mich. Also mich stört's null. Da habe ich echt Glück. Ich glaube, bei jemand, der ja aufhört und immer diesen Drang hat, wieder zu trinken, der, glaube ich, hat ein Problem. War Gott sei Dank bei mir überhaupt nicht so. Also ich habe nicht mal Verlangen gehabt. Nach 3-4 Monaten war es mir echt egal. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, ich bin einfach kein Alkoholmensch. Gott sei Dank, weil ist ja schon blöde Droge, ja, sehr starke Droge und kann ja unter Umständen schon das ein oder andere Leben zerstören. Dann nur Vorteil, was mir gerade einfällt, ist natürlich, kannst halt immer Auto fahren, ja, ist halt einfach geil. Du bist halt immer fahrbereit, kannst 24/7 ins Auto steigen und let's go. Das ist halt einfach cool, ohne dass man sich halt was scheißen muss und komm, wir sind hier in Bayern, tiefsten Bayern, schaut's mir an. Ich schaue aus wie der Krästigradler. Natürlich, sagt die Polizei, fahren's mal bitte rechts ran, Herr Adrian. Und lassen Sie da mal eine kleine Urinprobe in diesen Becher oder könnten Sie mal in dieses Röhrchen? Mach ich natürlich, bin ja ein guter Bürger, habe ja nichts zu verstecken. So schaut es doch aus, meine lieben Friends. Nee, ist einfach ultra geil, ich kann es echt nicht glauben, ein Jahr, ja, mega, also ist ultra geil, was sich das Jahr alles verändert hat, alles zum Positiven. Und ich werde es auf jeden Fall beibehalten, also ich werde keinen Alkohol mehr trinken, ich brauche es einfach nicht so. Viele sagen, ja, komm, so ein Bierchen nach dem Skaten oder so Feierabendbier. Ja, wenn du es brauchst, aber ich brauch's halt nicht. So, mir reicht halt ein Kaffee oder alkoholfreies oder Spezi, Cola oder Wasser. Ich brauch halt nicht ein Bier mit richtigem Alkohol, um das zu enjoyen. So. Nach einem langen Tag, so eine Snowboard-Session, kann ich auch mit einem alkoholfreien enjoyen. Das ist für mich zumindest der gleiche Effekt. So. Also weil es geht ja eigentlich nicht um das Bier danach, sondern um die Snowboard-Session oder die Skate-Session, die man hat und das Bier ist für manche ja so ein Schmankerl. I don't know, so. Ich brauch's nicht. So, true, Gott sei Dank. Nee, und generell, was kann man nur sagen? Man spart sich natürlich Geld. Das ist natürlich auch so eine Sache. Man spart sich einen Haufen Geld. Wenn man mal weggeht, komm, da gehen schon mal 60, 70 Euro Minimum. Bis teilweise, wenn man es voll krachen lässt, ist schon mal 100 bis 150 weg, je nachdem, wo man weggeht. Also, wir sind hier. Na, München, in München bist du halt easy mal ein Huni los. Ach, locker, da kommst du ja gerade so in den Club rein, dann nur ein Gin Tonic oder was. Also spart man sich halt auch sau viel Geld. Nee, generell einfach gute Sache. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der damit struggelt oder sie denkt so, hey, ah, ich trinke so gern. Lass es einfach bleiben, weil es ist danach halt 10-mal geiler. Also das verstehen halt auch viele. Nee, das ist ja viel cooler, wenn du nüchtern bist, es macht dir trotzdem alles ends Bock, du bist immer fit, du hast Bock auf Chillen, es ändert sich ja nichts. Wenn ihr jetzt hier am Rechner immer so ein, zwei Bierchen nur so nebenbei getrunken habt, dann war ich halt schon immer so unmotiviert und hab nicht gut schneiden können oder Logos machen, es geht halt nüchtern 10-mal besser. Du haust halt viel geileren Shit in einer schnelleren Zeit raus, bist effektiver, kannst dich besser konzentrieren, ist geil, kommst halt einfach vorwärts, Alkohol bremst halt aus. Ich glaube auch, mal so Appell an die ganzen Jugendlichen, die vielleicht zuschauen. Ihr denkt jetzt so, hey, ich bin jetzt 19, 20, hey, ich will Party machen und ich trinke ja gar nicht so viel, das ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht böse gemeint, wartet 10 Jahre ab, ihr werdet so viele Menschen in eurem Umfeld sehen, die die Kurve nicht bekommen haben. Und das verspreche ich euch leider. Das ist Deutschland, wir leben in einem absoluten Alkoholland. Ich weiß gar nicht, ob es krassere Länder gibt mit Alkohol. Ich denke, Deutschland ist da auf jeden Fall ziemlich weit oben vom Alkoholkonsum und es wird Menschen geben in eurem Umfeld, die die Kurve nicht kriegen werden und die ein Problem mit Alkohol bekommen werden. Das wird passieren. Deshalb geht es da am besten noch ein bisschen vorsichtiger ran und ihr könnt ja Party machen, um Gottes Willen geht's raus. Es ist ja, zum Feiern ist es ja wahrscheinlich auch cool. Bist lockerer drauf und so, kannst vielleicht eher mal Liebe machen mit jemand, weil es zu Hemmungen hast oder so. Dafür ist es halt schon gut, aber ich finde halt zum Beispiel auch, wenn man nüchtern nicht hier knicki-knacki machen kann, dann ist ja schon blöd, weil viele Mädels habe ich in meiner Laufbahn, und das waren einige, Bro, nee, Spaß beiseite, aber ich habe viele Mädels kennengelernt, die konnten nur mit Alkohol sie öffnen und
bumsen. So, yo. Also, true story. Das, aber nüchtern ist ja viel schöner, das macht ja viel mehr Spaß. Das ist ja das Coole. So, es ist ja nüchtern sogar geiler. Man hat halt bloß weniger Hemmungen betrunken. Aber sollte man halt, alles, was man unter einer Substanz besser kann, sollte man nüchtern auch können. Es ist ja blöd, wenn du dir es angewohnst, so, hey, ich brauche ein paar Gin Tonics oder ein paar Bier, um mit jemand in die Kiste zu steigen. Das ist ja schon komplett am Thema vorbei. So. Da würde ich mir halt schon mal Gedanken machen. Das ist halt auch schon das erste Anzeichen von einer Alkoholsucht, ja, von einer Alkoholkrankheit. Kann man alles nachgoogeln. Gibt super interessante Berichte. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sensibler mit dem Thema Alkohol umzugehen und sein eigenes Konsumverhalten mal zu hinterfragen. So, hey, ist es eigentlich nur gut, wenn ich zweimal unter der Woche schon Kater habe, am Wochenende nochmal dreimal, mein Körper gar keine Zeit mehr, sie auszuruhen. Und ich glaube, ich rede jetzt hier nicht wieder komplett total viel, weil ich könnte über das Thema eigentlich Bücher schreiben, gefühlt. Zum Schluss möchte ich jetzt wirklich einfach ganz, ganz ehrlich sagen, hey, es ist der Hammer ohne Alkohol. Also für mich ist es einfach der way to go. Es macht mir super Spaß, jeden Tag nüchtern zu sein und meine Energie woanders rein zu investieren, als mit meinen Kumpels rumzuhocken und zu trinken. Ich hocke ja trotzdem mit meinen Kumpels zusammen, aber halt nicht mehr so häufig und trinke alkoholfreies. Aber halt dieses ständige, hey, wir hocken uns zusammen, zack, Bierchen auf und dann werden es eh wieder 3, 4, schon wieder den Nachmittag verschissen, den Abend, indem wir produktiv was anderes machen hätte können. Und das machen wir halt jetzt. Deshalb gehen die Projekte einfach steil vorwärts, wie Habit Company, der YouTube-Kanal geht gut vorwärts. 1,5 Millionen Aufrufe, 2000 Abos. Nur mit Danke an jeden Einzelnen. Und ja, wir werden weiter durchziehen. Und ich wollte euch einfach ein kleines Update geben, weil ich ja versprochen habe, wenn ihr ein Jahr durchgezogen habt. Und natürlich haltet ihr mein Wort, weil ich bin ein richtiger Ehrenmann. Und meine Follower sind mir super wichtig. Jungs, bleibt fit. Ich gebe euch einen Tipp, wirklich vor Herzen. Macht mehr Sport, hört mehr auf euren Körper. Lebt eure Träume, lasst euch vor keinem anderen in euer Leben reinreden. Es ist euer Leben. Macht's, was euch taugt. Gebt's Gas. Geht's nach vorne. Seid's fleißig. Ernährt's euch gesund. Macht Sport. Und zieht's einfach durch und holt's euch den Jackpot. Wirklich. Um was anderes geht's gar nicht. Der Mensch braucht Beschäftigung. Rumhocken, rumgammeln. Das ist für den Menschen nichts. Der Mensch ist nicht gemacht, um rumzugammeln. Geht's raus. Tut's was Produktives. Ernährt's euch gesund. Macht Sport. Und geht's ab. Habit TV. 2024. Sheesh! Man kann da bloß sagen, also mäßig, aber regelmäßig. Habit TV ist der beste Kanal.